Was geht, meine Freunde? Kobe Bjørn ist am Start. Heute mit dem zweiten Teil zum Video. Deshalb ging LeBron zu den Lakers. Die dümmsten Fehler der Cavs natürlich wieder zusammen mit Seabass. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann schaut euch den auf jeden Fall vorher an. Ist unten verlinkt. Für alle, die eine kleine Auffrischung brauchen, der Seabass hatte uns am Ende des ersten Teils aufgezeigt, wie schlecht die Cavaliers zwischen 2011 und 2014 gedraftet haben. Abgesehen von Kyrie Irving waren das wirklich vier extrem wacke Draft-Jahre für die Cavs. Im zweiten Teil steigen wir jetzt im Sommer 2014 wieder ein, als LeBron James zurück nach Cleveland kommt, um dort endlich eine Championship nach Northeast Ohio zu bringen. Aber auch in diesen Jahren läuft es nicht ganz so rund, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Ja, also wenn wir jetzt von der Zeit dann reden, als LeBron wieder zurück ist, also erstmal muss man wirklich sagen, ich glaube, das wurde auch oft genug kommuniziert, er hat wirklich dafür gesorgt, dass Kevin Love kommt. Also er hat gesagt, pass auf, ich komme, aber ihr tradet Wiggins für Kevin Love, ich will den haben. Und dann hast du eigentlich die Situation, okay, wir haben eine geile Big Three, die Konstellation passt eigentlich. Und dann kommt dieses, und dann ist halt das Problem erstmal der Coach, weil niemand kommt mit David Blatt klar. Das ist auch wieder so eine Cleveland-Entscheidung. Genau. Hey, wir holen uns den einen Coach, der höchstwahrscheinlich nicht in der NBA klarkommt, der einfach so europäisch mittlerweile denkt und sich so irgendwie von dem ganzen USA-Thema abgesondert hat. Also wen das interessiert, Return of the King ist ein super Buch von Brian Windhorst. Genau, der hat das geschrieben und damit das sehr detailliert beschrieben. Also packe ich auch unten in die Beschreibung. Und das war schon wieder ein Fehler. Vor allem auch da, warum der Coach? David Blatt ist sicherlich ein gestandener und erfolgreicher und wahrscheinlich ein wahnsinnig guter Coach. Und es muss ja nicht mal so sein, dass er in der NBA nicht coachen kann. Mhm. Aber wenn du weißt, LeBron James kommt zurück und ich habe noch eine begrenzte Anzahl an Jahren mit ihm, ich habe ihn schon mal verloren, muss ich dann jetzt ein Experiment machen und einen Rookie-Coach einstellen oder suche ich vielleicht eine Option mit einem gestandenen Coach, wo ich weiß, der bringt was mit, was uns weiterhelfen kann, ne? Das ist genau die Sache, ein Rookie-Coach Also so erfolgreich er ja war in Europa und überall sonst, aber der ist ja ein Rookie-Coach in der NBA. Ja, und das war dann halt auch so ein bisschen Pech, muss man sagen, 2015. Sie sind das beste Team im Osten und dann erste Playoff-Runde war es, glaube ich, mit Kevin Love, ne? Schulter ausgekugelt von Olenek. Genau, und dann halt das krasseste Pech überhaupt gegen die jungen Warriors, 2015 Warriors, da waren sie noch nicht die Dynastie. Nee. Und da hätte man sie schlagen können und im ersten Spiel bricht sich Kyrie die Kniescheibe. Also wann passiert denn sowas? Ich habe auch noch nie von der Verletzung wirklich gehört im Basketball, die Kniescheibe gebrochen. Und ja, das war halt brutales Pech. Und trotzdem schleppte noch zu zwei Siegen, ne? Ohne Love und Irving. Ne? Ja. Also... Da sagen ja auch viele, wenn unter vernünftigen Umständen hätte man einfach die beiden Serien 2015, 2016 getauscht. 2015 gewinnen die Cavs, 2016 vielleicht die Warriors, wenn Draymond nicht suspendet wird. Genau. Am Ende des Tages ist das Ergebnis das gleiche, von daher ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht. Ne? Finde ich aber auch gut, dass das da wirklich so passiert ist. Ja. Weil wo man zum Beispiel das nicht hat, um mal kurz abzuweichen bei den Lakers, erinnerst du dich? 2010 Lakers gegen Celtics. Perkins hat sich verletzt. Und so krass ich auch Lakers-Fan damals war, es ist schon scheiße, wenn dein Starting Center auf einmal weg ist. Ja. Vor allem so eine Macht wie Perkins. Ja. Der war ja damals wirklich eine Macht in der Zone. Defensiv. Ja. Aber wieder zum Cavaliers-Thema. Gut, dann das nächste große Ding. Kyrie Irving fordert den Trade nach den 2017er Finals. Was machst du da als normaler Owner, als normaler GM? Wenn dein zweitbester Spieler im Team, der einzige Co-Pilot, der für LeBron funktioniert, was machst du? Auf jeden Fall trade ich ihn nicht für einen verletzten, also eher Thomas, würde ich mal sagen. Und Jay Crowder. Ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, genau. Die anderen Pieces, die noch mit im Deal waren. Nee, aber im Ernst, ich versuche das mal hinzubekommen. Also Kyrie Irving hat Vertrag. Ist einer der Top 8, 9, 10 Spieler in der Liga. Du hast eine Meisterschaft mit ihm gewonnen. Den gibst du nicht mal eben her, auch wenn er einen Trade fordert. Es ist ja auch durchgesickert, dass LeBron sogar Dan Gilbert, glaube ich, darum gebeten hat, ey, bitte tradet ihn nicht. Ja, bringt ihn ins Training Camp, wir kriegen das zusammen hin, ich kriege das mit ihm hin. Genau. Also auch LeBron war ja strikt gegen diesen Trade. Mhm. Und ich glaube, war es kurz vorher, dass die Cavs David Griffin gefeuert haben, den GM? Ich glaube schon, weil ich glaube, dass der neue GM dann den Trade durchgezogen hat. Also David Griffin war weg. Genau, das heißt, du bringst dann in Coby Altman wieder einen Rookie-GM ins Spiel, in diesem unfassbar wichtigen Sommer. Ja. Der letzte Sommer, bevor LeBron Free Agent wird, beziehungsweise bevor sein aktueller Deal wieder ausläuft.
Wo du gerade auch im Rennen um Paul George bist, der ja auch auf dem Trading Block stand, wo du dann einen Trade-Demand von Kyrie Irving hast, in dieser Phase feuerst du deinen GM, der einen super Job gemacht hat, bei dem den LeBron auch sehr schätzte. Ja. Also da ist wohl auch ein erster Bruch entstanden, als David Griffin gefeuert wurde, weil LeBron viel von ihm gehalten hat. Also, wie kannst du das tun? Wie kannst du einen Rookie-GM in diese Situation bringen? Ja, und dann tradest du dann Kyrie Irving gegen den Willen von LeBron für ein Paket, das die Cavs nicht wirklich weitergebracht hat. Nee, gar nicht. Was sie eigentlich fast von Grund auf dann nochmal zerstört hat. Genau. Weil man hat ja immer wieder gehört, so ey, das Riesenproblem in diesem Cavs-Locker-Room waren die Celtics-Spieler auf der einen Seite, Jay Crowder, Isaiah, und auf der anderen Seite waren so die restlichen Cavs, und irgendwie hat das einfach nicht gepasst. Also das ist auch so ein Ding, wenn Leute immer sagen, ja, bring doch einfach den Spieler rein oder gib doch, keine Ahnung, nächstes Jahr bei den Warriors, gib doch Klay Thompson ab und hol dir dafür Anthony Davis. Lass doch Klay Thompson bitte da. Also warum wollen die Leute immer so ein System zerstören, was schon funktioniert? Und da, wie du schon ansprichst mit den Cavaliers, David Griffin funktioniert als GM. Ich habe auch Interviews von dem gehört, Podcasts von dem gehört. Das ist ein super intelligenter Mann, wenn man dem zuhört. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, warum du den weggibst. Und ja, und Dan Gilbert sagt einfach, nee, fuck it. Ich glaube, es waren die Gehaltsforderungen, habe ich mal gehört, dass er mehr Geld wollte. Mhm. Keine Ahnung, was Dan Gilbert da für Prioritäten setzt. Ist keine ganz so unwichtige Rolle, die Rolle des GMs. Ja. Und dann... hast du dir angesehen, für was Paul George im Endeffekt getradet wurde? Für Oladipo? Ja, aber damals wusste man es noch nicht. Aber die Cavs, zumindest ist es so durchgesickert, hatten wohl auch eine Chance auf Paul George. Wer weiß, ob David Griffin da vielleicht einen Deal hinbekommen hätte. Wer weiß, ob er Kyrie Irving getradet hätte. Ja, auch so mehrere Situationen, die, glaube ich, viel dazu beigetragen haben, dass LeBron sich gesagt hat, ey, nochmal tue ich mir das hier nicht an in Cleveland. Ja, wobei ich da nur einmal kurz reingrätschen will. Soweit ich mitbekommen habe, haben die Pacers von Anfang an gesagt, wir machen keinen Playoff-Contender stärker. Also wir geben ihn eigentlich sehr, sehr ungern bis gar nicht nach Cleveland. Ich weiß, dass Cleveland ihn Paul George wollte, aber ich glaube, dass Indiana echt so ein bisschen gesagt hat, nee, machen wir nicht. Das sind so die Infos, die ich bekomme. Also es gibt ja auch die Info, oder habe ich gehört, dass... ein Trade im Raum stand, dass Dan Gilbert den aber nur machen wollte, wenn LeBron sich weiter committen würde über ein Jahr hinaus. Genau, und dann sind wir auch bei dem Thema gerade, was du so ein bisschen angesprochen hast, diese Dan Gilbert-Dynamik. Und wir wissen ja bei LeBron, als er zurückgekommen ist nach Cleveland, er hat immer gesagt, ey, ich mache nur One-plus-One-Deals. Also ich bin ein Jahr fest und dann habe ich eine Player-Option. Ja. Ich kann selber entscheiden, ob ich bleibe. Also er hat wirklich, muss man sagen, dem Management und dem Owner nicht besonders vertraut, weil sonst nimmst du nicht solche Deals. Und der weiß selber auch, also LeBron weiß selber auch, wenn ich immer nur ein Jahr committed bin, dann kommt kein anderer Free Agent, weil niemand will den Kevin Love machen und nach Cleveland getradet werden und jetzt da praktisch sozusagen vielleicht versauern ohne LeBron. Und diese Dynamik, also ich fand es gerade gut, wie du das angesprochen hast, weil wenn du Dan Gilbert bist und du hast den besten Spieler der Welt bei dir zweimal, schaffst du es dann vielleicht einmal davon zu sagen, ey, pass auf, der ist jetzt eh nur noch 5 Jahre so der beste Spieler der Welt. Ich ordne jetzt wirklich mal mein Ego runter. Ich mache keine komischen Tweets kurz vor den Playoff-Serien. Ich mache nicht das. Also der macht immer so komische Moves. Auch damals, als LeBron gegangen ist, als er diesen öffentlichen Brief da geschrieben hat, der ihn total getrashed hat. Warum machst du sowas? Also das spricht für mich einfach für einen unsicheren... Den Brief hatten wir ja gar nicht erwähnt, genau. Genau, also die Cavaliers, wenn man jetzt einfach mal die Franchise nimmt oder halt Dan Gilbert, die haben LeBron, nachdem er entschieden hatte, ich gehe nach Miami, die haben einen öffentlichen Brief oder einen Brief veröffentlicht, wo praktisch drin stand so, das geht gar nicht, wir würden euch nie so verraten und LeBron ist letztendlich ein schlechter Mensch und ein schlechter Spieler. Also die haben den richtig runtergemacht. Ja. Das war ja von Dan Gilbert direkt der Brief. Ja? Genau. Total krass. Und er wird niemals eine Meisterschaft gewinnen und ist ein Feigling und hat gequittet hier in Cleveland. Also standen ja echt üble Dinge drin. Ja. Und LeBron wäre auch, wenn es nicht seine Heimat wäre, niemals zurückgekehrt. Also, nee, glaube ich auch nicht. Das zeigt LeBron nochmal, das habe ich ja gerade schon gesagt, wie viel ihm auch
es bedeutet hat, in Cleveland Meister zu werden, dass er darüber hinweggesehen hat. Ja, und ey, wir haben es alle gesehen, 2016, die Meisterschaft, als er da in Tränen dann in der Oracle Arena einfach erstmal am Boden liegt und gar nicht mehr aufstehen kann. Das, klar, der Mann wollte für Cleveland Meister werden. Und ja, jetzt haben wir viele Themen angesprochen, wo die Cavaliers wirklich versagt haben als Franchise. Hast du noch was, was du ansprechen willst? Ja, ganz kurz, du hast es ja auch kurz angesprochen zu diesen One-and-One-Deals und Dan Gilbert wollte zum Beispiel nicht für Paul George traden lassen, weil er Angst hat, dass LeBron dann abhaut. Wo ich mir denke, du hast jetzt auch nochmal gesagt, du hast einen der zwei oder vielleicht den besten Spieler aller Zeiten für ein gewisses Zeitintervall von jetzt waren es insgesamt 11 Jahre, die du ihn hattest. Roll the dice, wie der Amerikaner sagt. Ja. Du bist, wenn er weg ist, bist du eben Trash erstmal wieder. Voll. Es ist einfach so. Sieh der Wahrheit ins Auge. Und ob du dann getradet hast für Paul George und dabei vielleicht noch 2, 3 Assets verloren hast, wenn LeBron weg ist, ist eh Rebuild angesagt. Geh das Risiko ein, so wie Oklahoma City es jetzt gemacht hat mit Paul George. Mhm. Die sind volles Risiko gegangen und guck mal, was passiert ist. Der bleibt da für 4 Jahre. Ja. Ja, natürlich hast du keine Garantie, aber du hast diesen Spieler, einen Spieler, du wirst nie wieder einen vergleichbaren Spieler in deiner Franchise haben. Also die Chancen sind zumindest sehr, sehr gering. Mhm. Geh aufs Ganze in dieser Zeit. Du wirst noch so viele Jahre haben, wo deine Franchise irrelevant ist. Also jedes Jahr von LeBron's Prime ist so kostbar, versuch das Maximum rauszuholen. Und dann da irgendwie zu taktieren und sagen, nee, wir wollen auch den 8. Pick behalten, warum? Oh, darüber also haben wir gar nicht geredet, ehrlich, über diesen Drecks Brooklyn Pick. Colin Sexton, sicherlich hat er Potenzial und kann ein solider Point Guard. Aber wird Colin Sexton jetzt der nächste LeBron, wird er jetzt die Franchise in den nächsten 5 Jahren zur neuen Glory führen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und auch das, wenn du die Chance gehabt hättest, jetzt zur Trading Deadline, ich glaube, das ein oder andere Angebot wäre da gewesen, mit dem 8. Pick nochmal was zu holen, mit dem du vielleicht in den Finals etwas besser dagestanden hättest. Wer weiß, wenn du bekommen hättest für den 8. Pick in einem relativ tiefen Draft. Probier's. Also ich glaube nicht, dass die Cavs jetzt, dass das die Cavs retten wird, dass sie diesen 8. Pick behalten haben. Nee, das sowieso nicht. Weil du jetzt auch gesagt hast, dass du so einen Spieler wie jetzt einen LeBron James nie wieder bekommst, ist natürlich so, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber was mich wirklich ärgert dann bei den Cavaliers ist, dass sie einen Spieler hatten, der zumindest in jeder anderen Generation einer wirklich der allerbesten Spieler ist in Kyrie Irving. Sie bekommen ihn, draften ihn richtig. Und was machen sie mit ihm beim ersten kleinen Wehwehchen, wo er sagt, ey, ich will hier nicht mehr sein? Geben sie ihn ab. Und das hat mir wieder mal so krass gezeigt, die Cavaliers wissen einfach nicht anständig, wie man mit Personal umgeht. Denn wir hatten die gleiche Situation 2007, wenn du dich erinnerst. Kobe bei den Lakers. Er hat wirklich öffentlich damals gesagt, in jeder Radiostation, überall, wenn du ihn gefragt hast, er hat gesagt, ich will weg von den Lakers, ich will getradet werden. Zu den Bulls wollte er sogar. Zu den Bulls wollte er sehr stark. Am Ende habe ich dann gehört, Clippers waren auch im Gespräch. Und die Lakers haben halt gesagt, die Buzz-Familie, die diese Franchise letztendlich führt, die haben gesagt, ey, pass auf, wir lassen dich nicht gehen. Du bist Kobe Bryant, wir kriegen das irgendwie hin, wir traden dich nicht. Und sie haben es hinbekommen. Haben ihn dann Pau Gasol an die Seite gestellt und 2 Championships gewonnen. Genau, einfach so. Einfach Pau Gasol dahingestellt, praktisch nichts dafür hergegeben, außer Kwame Brown. Und das war ein Steal auf jeden Fall. Das war ein Monster-Steal damals. Und das ist, glaube ich, so der ganze Punkt auch, auf den wir heute hinaus wollten. Dass es einfach Franchises gibt, wo du auch als Spieler Bock drauf hast, weil du genau weißt, ey, die führen das Team richtig, die wissen, wie man gewinnt. Das gleiche jetzt in Boston. Natürlich waren sie jetzt ein paar Jahre irrelevant, aber die haben die ganze Zeit die richtigen Talente geholt, die haben richtig aufgebaut und jetzt stehen sie da als Top-Team im Osten. Also wer schlägt denn nächstes Jahr Boston, bitte? Auf jeden Fall. Und da muss ich auch noch eine Lanze für LeBron brechen, weil viele ihm ja vorwerfen, viele Kritiker, er ist nach Miami gegangen, er hat ein super Team geformt. Ey, Kobe wollte auch gehen. Und warum? Absolut. Weil die Franchise zu dem Zeitpunkt in seinen Augen nicht alles getan hat, um ein starkes Team an seine Seite zu stellen und Championships zu gewinnen. Und er dachte sich, ey, ich kann hier nicht gewinnen. Ich will meine Ringe holen, ich will mehr Ringe als Shaq haben. Ich chase auch Jordan zu dem Zeitpunkt noch. Ne? Ja. Ich muss gucken, dass ich woanders meine Ringe hole. Und auch er wäre bereit gewesen, wegzugehen, wenn sich die Situation nicht gebessert hätte. Mhm. Und bei LeBron hat sich die Situation nicht gebessert. Wir haben heute ausgiebig drüber geredet. Also ist er gegangen. Ja, und das kann man ihm in meinen Augen nicht vorwerfen. Was wäre denn, wenn er jetzt die ganzen 15 Jahre in Cleveland gewesen wäre und Mo Williams heute noch der beste Spieler wäre, mit dem er gezockt hätte? Dann würden halt alle sagen, LeBron James, der beste Spieler aller Zeiten ohne Ring.
Ja, klar, dann hätte er den Titel. Karriere vielleicht nur halb so viel wert. Du weißt ja, wie die Medien sind. Ja, absolut. Und wäre er dann besser dran? Auf keinen Fall. Von daher hat er in meinen Augen alles richtig gemacht damals. Ja, finde ich auch. Und auch, wenn wir nochmal zu dem Thema gehen, also auch bei Jordan sah es lange Zeit nicht gut aus. Wenn wir uns erinnern, in diesen ersten Jahren, wo er immer von Detroit einfach in der ersten Runde rausgekickt wurde oder von Boston. Celtics, ja. Genau, da war ja nichts bei ihm da. Also wenn man sich dieses Roster damals anschaut von Chicago, da denkt man, welcher Name ist denn das jetzt? Habe ich noch nie gelesen. Und der hatte dann halt das Monsterglück, fand ich, dass sie Scottie Pippen gedraftet haben. Das war für mich immer so wie so ein Draymond Green Pick, genau. Weil niemand kannte Scottie Pippen. Ich habe da auch was gelesen oder gehört in irgendeinem Audiobook, wo es wirklich darum ging, der war bei irgendeinem Draft-Workout und kein GM kannte den. Ja. Niemand wusste, wer ist dieser Scottie Pippen, was soll der? Und Jordan war auch nicht sein größter Fan. Und letztendlich haben sie dann aber doch, sind zusammengeblieben, haben den richtigen Spieler gedraftet. So kann es halt gehen, ne? Also die eine Franchise macht's richtig, die andere macht's falsch. Ja, und nochmal zu Jordans Supporting Cast. Wenn du dir anschaust, als er 93 das erste Mal retired hat für die anderthalb Jahre, ich habe die genauen Zahlen jetzt gerade nicht auswendig im Kopf, aber ich glaube, das Team hat ohne ihn in der Folgesaison 2 Spiele weniger gewonnen. Ja, ja, auch also ich glaub, über 50. 55 gewonnen mit ihm und dann 53 ohne ihn. Ich nagel mich jetzt nicht fest auf die Zahlen, aber es waren, glaube ich, 2 Spiele weniger. Genau, nur um mal zu zeigen, wie stark der Rest des Teams auch war. Also du weißt ja, wie es aussieht, wenn LeBron ein Team verlässt, dann... Tabellenkiller, jedes Mal. Wird man wahrscheinlich bei den Cavs jetzt auch sehen kommende Saison. Also der hat schon ein starkes Team um sich. Und das ist ja auch wieder was in diese ganze GOAT-Debatte... Ich wollte es gerade sagen, Mann. ...einfließen muss, soll, kann. Ey, ich wollte es auch gerade sagen, diese GOAT-Debatte, du hast so viele Facetten, die eigentlich echt... Die muss man fast einzeln beleuchten, weil wie willst du LeBron und Jordan vergleichen, wenn du nicht genau weißt, wie waren die Teammates, wie waren die Owner, wie waren die Coaches, wie war die Situation damals, wie war die Ära, wie war die Medienberichterstattung, also wenn man sich mal anschaut, was Michael Jordan mit ESPN damals gemacht hat, also will ich jetzt nicht groß drauf eingehen, aber ist auch ein Riesenthema. Ja. Social Media, die Ära, in der LeBron James groß geworden ist. So viele Faktoren, auch Longevity, ne? Wie Verletzungen, die beiden Retirements von Jordan. Ja, der eine aus der Highschool, der andere aus dem College bei Dean Smith geschliffen, der andere kommt aus irgendeiner Highschool in Ohio, die nicht mal die beste Highschool bei ihm war. Also diese Greatness-Definition ist einfach so schwammig. Ja. Ne? Welche Stats ziehst du ran? Ne? Ringe haben wir letztens drüber gesprochen. Also da könnte man wahrscheinlich 15 Kapitel aufmachen, die man einzeln abarbeiten müsste. Vielleicht machen wir das ja mal. Lass das ohne Scheiß mal machen. Ich habe mir das gerade, als du es angefangen hast zu erwähnen, dachte ich mir, lass doch mal so eine komplett riesige GOAT-Debatte machen, okay, wo man sich echt zusammensitzt, setzt 15 Parts macht oder wie viele es auch immer am Ende werden und wir hocken uns zusammen und machen so eine GOAT-Debatte draus. Okay. Also wenn du Bock hast. Das wäre auf jeden Fall ein Mammutprojekt. Es wäre ein Mammutprojekt, ja. Das müsste man schon echt dann wirklich richtig gut recherchieren und dann wirklich Kapitel für Kapitel abarbeiten. Ja. Und dann aber auch so, dass nicht, weil wir sind beide sehr pro LeBron und das wird viele der MJ-Fans, glaube ich, abfucken. Okay. Deshalb müsste man davor entweder auslosen oder man sagt abwechselnd, einer sozusagen argumentiert wirklich nur für Jordan und der andere nur für LeBron und dann entscheidet man, wer gewonnen hat am Ende. Das könntet ihr dann entscheiden. Ey, das könnte echt ein geiles Projekt werden. Also wenn ihr da Bock drauf habt und wenn du auch Bock und Zeit hast, das umzusetzen, ich hätte Bock, Mann. Ja, wir müssen uns mal hinsetzen und Gedanken machen, ob und wie man sowas aufsetzen kann, wie man sowas realisieren kann, in welchem Ausmaß und so weiter. Aber Bock hätte ich. Also, wenn deine Zuschauer Bock haben, ich denke schon. Also dann müssen wir uns echt mal hinsetzen und so ein Ding auf die Beine stellen. So ein Zehnteiler oder so. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Geil, dass das jetzt am Ende noch so rauskam. Aber damit schließen wir, glaube ich, auch das Video ab, weil wir wollten wirklich mal einfach offenlegen, was ging eigentlich bei diesen Cavaliers jetzt 15 Jahre lang ab und wie krass haben die praktisch immer, wenn LeBron weggegangen ist und auch wenn er da war, letztendlich das Management verkackt. Free Agents, Draft Picks, so ein Riesenthema. Also nur noch was einmal festzuhalten, du hast den, sagen wir erstmal, der zweitbeste Spieler aller Zeiten, im schlimmsten Fall, du hast den zweitbesten Spieler aller Zeiten für 11 Jahre und gewinnst eine Meisterschaft. Ja. Pat Riley hatte LeBron für 4 Jahre und hat 2 gewonnen. Ne? Also, das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied zwischen dem Dan Gilbert und Pat Riley. Egal, was du von ihm hältst, er kriegt es hin. Und deshalb glaube ich auch krass an Magic.
Ich glaube, dass Magic mit den Lakers und mit LeBron, und LeBron Titel auch. Deswegen hat er zum ersten Mal wieder einen langjährigen Deal unterschrieben. Genau, 4 Jahre, also komm. Ja. Nee, aber cool. Dann würde ich sagen, wir beenden das. Haben vielleicht ein neues Projekt jetzt am Start. Wir probieren es auf jeden Fall. Ja, lass gleich direkt jetzt hinsetzen. Ja. Hätte ich auf jeden Fall Bock, mal drüber zu reden. Auf jeden Fall Zeit, ja. Ja, und viel Planung, aber hätte ich Bock. Also wenn du am Start bist, coole Sache. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Männer, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch richtig viel Spaß gemacht. Uns hat es brutal Spaß gemacht. Jetzt auch im neuen Setting ist viel geiler, so sich gegenüber zu sitzen, finde ich. Mehr Unterhaltung. Macht auf jeden Fall mehr Spaß. Siebes, wie immer, danke, dass du hier warst. Gerne, auf meinem Kanal. Freut mich sehr, ist mir eine Ehre. Und ja, dann würde ich sagen, schaltet auf jeden Fall ein zum nächsten Video mit Siebes. Und ganz kurz noch, mich würde das Feedback auf jeden Fall interessieren zu dem Thema, wie ihr die Cavs seht in den letzten 15 Jahren, ob sie mehr hätten rausholen können, was sie in euren Augen falsch gemacht haben, was sie gut gemacht haben, ob wir zu hart mit ihnen ins Gericht gegangen sind. Vielleicht. Also würde ich auf jeden Fall auch gerne ein paar Comments zu lesen. Alles klar, dann haut das noch für den Siebes in die Kommentare und dann würde ich sagen, danke, dass du hier warst und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Peace. Ciao.